So, willkommen zum nächsten Minecraft-LP. Ja, so, ich weiß gerade mal, genau, wir waren beim letzten Mal bei den, Magmatic Entrance. Ja, beziehungsweise ganz so weit sind wir noch nicht gekommen. Sind wir kurz vorher hängen geblieben. Magmatic Entrance. Genau, dafür brauchen wir Invar und Ferris, also. Invar, oh, wir haben sogar Invar. Haben nicht viel. Ferris. Okay. Okay, brauchen wir kurz ein Crafting-Rezept. Und zwar, so. Hat letztens erst mal beschwert, dass man so schlecht sieht und so, aber. Deswegen mache ich es mal anders. Gehen wir kurz runter und hauen das Ganze, netter rein. Sondern in den Rotary Macrator. Voll diese Schritte. The fuck? Das ist mal richtig scary. Ist es sonst noch irgendwo ein Fuck? Okay, gut, hier ist noch nichts drin. Super strange. Okay. The fuck? Will ich gerade verarschen? Habe ich entweder gerade den Slime übersehen oder? Was ist über mir? Was ist über mir? Okay. Das heißt, dass es die Slime sind, oder? Egal, das spielt auch keine Rolle. Es ist nur irgendwie sau nah, immer näher, aber. Naja, schlafen wir einfach mal kurz. Und hoffen mal, dass wir jetzt. Da ist das Ding. Ja, so. Okay. Eine Störquelle schon mal weg. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Invar. Ingwer und Ingwer. Invar, nicht Ingwer. Ingwer ist was anderes. Iron Dust. Iron Dust. Okay, so, gehen wir kurz runter. Vielleicht der Meinung, wir hätten noch Iron Dust drin. Copper, Tin, Gold, Silver, Ferrous, Copper. Okay. Slash unstuck. What? Okay, gut. Dann halt eben nicht. There we go. Ich glaube, wir gehen hier gerade nirgendwo hin. So, und ein Iron Dust. Das müssen wir weghauen, den ganzen Scrap da. Ich würde sagen, erstmal den ganzen Scrap weghauen. So, haben wir das. Kommen wir das Ding. Coden und jetzt kommt schon wieder hier links das Slime daher. Egal, einfach ignorieren. In naher Zukunft, geht uns erstmal Slime aus. In naher Zukunft werden wir mal anfangen, Solarzellen zu produzieren und so mit dem E-System geht es dann sau schnell und ich denke mal, naja, wird schon was. Ferris, ein Ferris. Ferris können wir craften. Okay. Aber noch nicht brennen. Müssen wir es auch brennen für. Ne, es reicht uns ja. Wir brauchen nur Invar daraus. Das heißt, Ferris und Iron. Gott, diese Slime. Ferris und Iron sind, ich glaube, wir bauen uns hier bei meiner Erdhasterkeule auf. Weil es mir mal super nervig. Weil wo spawnen denn die alle? Ha. Tun wir die gleich gerne raussnipen.
Lol. Das eben so? Okay. Oh, wie die alle am Fenster dran kleben, das ist ja halt total nervig. Stirbt er halt mal? Okay, mein Aiming sackt mir da. Ja, weil immer wenn er springt, dann schießt er unten durch. Okay, cool. Ist ja geil. Das Ding muss da unten noch rein. Irgendwo. Kompressor eher weniger. Voll nice, genau. Stab. Braucht einen Crafting Cube. Okay. Enver. Brauchen wir erstmal einen Enver. Genau. Instanter. Einfach weil OP-System. Nee, gebalanced das System. Das muss in den Ofen rein und dann. Ich war eigentlich schon in Gedanken einen Schritt weiter. Das ist. Naja, egal. So, ich weiß auch da drin. Ich muss langsam fliegen irgendwie. Dann brauchen wir ein Silber und zwei Redstone. Silber und Redstone. Redstone und Silber. Fuck. Pattern. 10 bitte. Genau, man hört auch sofort an den Generators, wie dann gleich in die Knie geht. Genau, schön. Dann brauchen wir das gleiche Crafting-Rezept. So, so, so. Dann fehlt noch Inver an sich, Inver Gears. Inver und Iron. Ganz ehrlich, der Aufwand für die Magmatic Engines finde ich eigentlich echt fast schon übertrieben. Pisten können wir hoffentlich schon autocraften. Oder auch nicht. Wood. Couples. Redstone, Iron, okay. Wie gibt's denn das, dass wir es nicht autocraften können? Das ist ja unmöglich. Okay. Okay, okay. So, das. Pam ich alles. Brauchen wir einen. Ups, Pisten. Sofort da, genau. Wir brauchen Enver Gear. Wir brauchen Enver so. Und wir brauchen dieses Redstone Trans. Wie heißt das Ding? Transmission Coil. Okay. Das glaube ich war in der Mitte, dann so, so und so, genau. Also noch richtig in Erinnerung. Habe ich das Ganze eigentlich auf Owner Only, genau. So, weg. Hahaha, fail. Fortune 2, aha, okay. Ich weiß, ein Pickaxe, okay, haben wir gerade, okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel, dass wir das Material haben. Ich versuche jetzt mal 10 zu craften. Genau, das ist einfach geil. Du schaust dann halt einfach hier dazu beim Craften. Du musst so gut wie gar nichts machen. Bin einfach mal gespannt, für wie viel das Ganze reicht. Ferris, ah ja. Könnte schon reichen. Ja, wird auf alle Fälle reichen, denke ich mal. Genau, also das Lagersystem hier ist echt ziemlich chillig. Ist hier keinen großen Aufwand. Jetzt überlege ich gerade, das habe ich in 20 Minuten Fahrt. Das würde ich noch gerne ein VOT-Video aufnehmen.
Es ist 20 vor 6, das heißt, mit Essen wird es ziemlich knapp. IoT-Video oder Essen? Oder beides? Wobei, ich hab Bock, dann irgendwie so einen totalen Zeitdruck zu essen. Ist auch nervig. Wut. Das habe ich mehrere Wege gewartet. Ja, genau, kann nicht schaden. Genau, dann einfach Shift und Klick oder geht von selbst, je nachdem. Ja, muss erst den ganzen Weg nach unten finden und dann jetzt vielleicht nicht immer Shift-Klick. Theoretisch. Na, was ist los? 4, haben wir denn kein, was haben wir denn hier? Ferris haben wir. Können wir, fehlt noch, Iron, craften. Können wir blend. What the fuck? Ich glaube so nett, es kann jetzt sein, dass irgendwie ein paar gut gehen und dann der nett. Ferris Ingot, gewiss. Kann man es nicht mehr schreddern? Gut. Ferris, okay. Pulver, ah, geil. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, okay, das ist echt ein bisschen nervig. Das heißt, wir machen das Ganze mal kurz, unser ganzes Ferris wieder zu irgendeinem anderen Material, zu Dust. Pulverizer. Das Lava noch drin. Genau, jetzt müssen wir immer unseren Chunk einmal loaden. Und jetzt erstmal den Weg runterfinden. Das ist erstmal so eine Notlösung, das müssen wir bei allem anders machen. Genau, Lavapumpe. Oh. Geht einiges raus. Geht einiges raus. Ganz ordentlich. Okay, slash home RP. Soll das Ganze auch wieder gepowert werden? Genau, kommt Lava wieder an. Übrigens, jeder, der hier auf dem Server zockt oder so oder zocken will, Chunklader funktionieren immer erst, nachdem man online, also generell, wenn man online ist und nachdem man einmal den Chunk von selbst von Hand geladen hat, erst dann funktioniert das Ganze. Also nicht, dass ihr euch denkt, oh, alles buggy und so, nichts funktioniert. Es ist Absicht. Zum Beispiel wieder bei 13 Minuten, ich würde gerade eigentlich echt gern weitermachen, weil es macht echt Spaß, jetzt haben wir gleich Strom und das fahren wir als nächstes dann ein bisschen, dann bauen wir uns Solarzellen, dann können wir unseren Autospawner powern und dann als andere an unserem E-System anschließen und so. Naja, ist bestimmt lustig, aber naja, erstmal wieder die Pflicht, die Fahrschule dann. In einer Viertelstunde muss ich dann los. Das Ganze zum Brennen reinhauen und noch vor 10 Minuten VOT aufnehmen. Das Ganze wird echt ziemlich eng. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.